Mehrtagestour zur Ostsee über den Berlin-Kopenhagen-Radweg. Ja, wird eine wilde Fahrt werden. Warum wir? Ich werde jetzt noch den Uwe abholen, den Radelstrampler. Und auf geht's. Hinten steht der Uwe. Genauso viel Gepäck wie ich. Hey! Kollege! Das ist genauso viel wahnsinniges Gepäck wie ich. Auf geht's! Gut. Ja, klar. Ersten Campingplatz ansteuern. So eine kleine Bucht. Ja. Zum Baden halt, ja. Ist immer, hier ist da ganz einfach gut essen, ja. Ist natürlich immer im Sommer schön, ja. Aber Baden brauchst du nicht gehen, da sind die ganzen Kinder und alles, ja. Ja. Ja, der Uwe hat hier drei Taschen voll mit Fressen. Nee, stimmt nicht. Ein Ding ist voll mit Bier. Ein mit Bier bestimmt, gell? Ja. Also Jungs, pass auf, wo wir Schott machen, da gibt es Pfandflaschen. Ja, Uwe ist noch alt hier. Ein bisschen vom Weg abgekommen. Bist du da? Ja. So, erste Pause. Haben wir uns verdient. Und dann geht's weiter. Dass wir ganz galant vorbeifahren. Hey. Habe ich das hinten schon drauf? Vorne ist ja auch noch nichts dabei. Ja? Bischofswerder Schleuse. Da mache ich bei der Runde fast noch eine 6000 Bräute, also 5534. Ui. Ja, Jungbräute. Ja. Da geht noch was. Oh, oh. Aber schön hier, wa? Ich hab Durst. Er hat Durst. Ich würde sagen, du bist wieder eine Fahrradfahrt hier. Der Kollege hat Durst. Hier, der gehockt hat. Der ist fix und fertig. Der Durstmann. Sauerstoffzelt. Gute Reise ist jetzt optimal. 60 Kilometer gefahren. Ja. Junge. Ja. Ja. Hier vorne müssen irgendwo die Ladestation sein. Ja, genau. Dann kann ich mich schon rein erinnern. Hier ist das Ziegelding hier. Muss hier vorne irgendwo sein. Alter Hafen ist hier. Ja. Restriktion Parkplatz. Die Leiter.
Großverleih könnte. Da hinten, ja. Mhm. Die Ladestation. Genau. Unser Zeltplatz ist gerade am Entstehen. Ich hoffe, mein Nachbar schnarcht nicht. Ja, der schnarcht wirklich. Und da ist unser Strom. Und da Schlösser dran? Nee, okay. Und Wasser. Wasser ist auch da. Und hier drüben war irgendwo die Duschen, wa? Ja. Blaue Tür meinst du, wa? Blaue Tür. So, Uwe ist schon wieder fertig. Mit den Nerven bin ich fertig. Der richtet sich schon ein. Ich habe mich schon eingecremt. Teppich hat er auch schon ausgelegt. Was kommt jetzt? Jetzt gehen wir was essen und Bier trinken. So, fertig aufgebaut. Können wir pennen gehen. Sieht weiter zu Müritz nach Waren, Ecktannen. Scheiße, geschlafen. So, ab nach Waren, Campingplatz Ecktannen. Greifvogel. Da siehst du ja, gell, wie alles runterhängt, wie alle kaputt, gell? Ja. Was sind denn die dünnen Reifen bei dir? Mit den dicken hier Bremsen ab. Und ein paar Kilo Gewicht machen Dauer. Ja. Das könnt ihr mit dem Akku noch schaffen. Jetzt mal zu futtern und der Ladestation. Genau. Und unser Wunschzettel für den Weihnachtsmann. Zweiten Akku und einen Satz Reifen. Vergleich fast 30 Kilometer vom gestern zum Vorstellen. Wir haben zwar nicht mit Löwen, ich habe noch 81% an. Thomas hat noch seine Mehrbau. Warum ungefähr eine Frage dahingestellt? Aufgetankt. Und nun wird was getrunken. Was hast du jetzt? Vieles Blonde. Dafür gibt es jetzt am Weihnachten keine Geschenke mehr. Genau. Also, hat er gemeint, wir sollen 10% keine Geschenke. Hier auch eine Suppe. Pause zu Ende, weiter geht's. Akku voll. Thank you.
fährt auch auf. Ja? Nee, das ist, weißt du, die Ops an der Straße. Da war, wenn man heute gegessen hat. Ja. So ein bisschen die Räder, die ersten Meter. Ja. Der Ring kommt von oben. Kleines Päuschen, nur 50 Kilometer bis Waren. Dann zum Campingplatz. Haut sie voll. Warte mal, wenn man was macht, kommen sie hier. Cool. Tour de Ostsee! Kacke am Dampfen! Ob wir schaffen denn noch? Regnet. Hast geschafft. Ja. Gehen wir dann nachher mal anschauen, an den nächsten Campingplatz. Angemeldet haben wir uns schon. Waren. Weiter geht's. Hier geht's aufwärts. 60 Meter links.
mal kurz Pause machen. Kurz Pause machen. Ja, war herrlich. Schöne Natur. Ja. Wir liegen auf jeden Fall, wir liegen Snickers rum. Wir liegen Snickers rum. Hier wächst kein Gras. Nur Steine. Wir sind noch 10 Kilometer hier durch den Wald durch. Die Straße wird aber immer besser. Traumhaft schön. Perfekte Natur. Ja, Platz. Hallo. Marco am See, schön Döner-Teller gegessen. Ja, direkt am Bahnhof. Ja, 13,50. Ohne Bierchen. Raster Standgas. Deine Schiebehilfe. 7 km/h. 7, 8 km/h. Passt bei der Fischkörper. So, kleine Pause. Im Güsthof angekommen. Nicht mehr weit bis zum Campingplatz. Voll durchs Bild gefahren. Yeah.
der dritte Zeltplatz mit Strom, wo wir uns jetzt bereit machen. Alles unseres. Alles unseres. Wie der jetzt heißt, weiß ich gar nicht. Blendig den oben ein. Immer pumpen, pumpen, pumpen. Man wird immer schneller. Uwe ist auch schon fast so weit. Ja, Uwe, der übt noch. Aber er kriegt ihn auch noch hin. Das ist auch ein riesen Campingplatz hier. Mitten im Wald, am See. Eingerichtet. Lämpchen und die Fahrräder sind am Laden. Stromski, Powerbank hoch am Laden. Jo, schicki schicki. Kann morgen weitergehen Richtung Ostsee. Richtung Ostsee. Und wieder auf Tour. Weiter geht's. So, kann man was draus machen. Ja. Ich kann die Seeluft schon riechen. Also für Flachland ganz schön bergig. Ja, das ist auch direkt an der Küste. Ja. Hier ist 12% hier, kick mal an. Wenn ich auf den Hometrainer mache, fang ich zu schwitzen. So schön, war die Bäume hier. Noch 2 Kilometer. Der Hafen von Warnemünde. Wir sind gleich da.
Schön, ja. Es hat was angeht als Berlin, wa? Ja, es ist. Und wenn du es überlegst, wenn du so ein Ticket hast, ja? Halt. Er ist da, wo du anhältst. Ja, immer den nächsten. Okay. Aber der Pirat auch, der fährt wieder. Laden 23 Euro. Vom Campingplatz ist noch 10 Kilometer. Das ist ja gleich irgendwie. So, alle mal winken. Da winkt keiner und lacht keiner. Nee, war wohl nicht so wie die Tour. So. Ich bin dafür immer. Oder die schaut mir eher krank aus. Ne? Ja. Holter, gell? We'll be right back.
Ölplattform. Da unten sitzt David in der Nacht. Jetzt sind wir schon da. Meinst du, das ist ein verstehen. Das ist hell. Ist das hell? Super, ja. So, nächster Check-in. Alles Glück. Jawohl. Genau. Schön. Guck mal her, wie klar der Horizont ist. So, das siehst du. Heiligen Damm. Ja.
Nee, unser Akku, der meldet sich schon runter, für unser Laden. Ja, das ist ja auch immer alles. Der Leuchtturm. Von der Seite zum Leuchtturm rufen, Tiobald. Ja. Aber jetzt hinter Strandbett, wa? Aha, fest. Ach, der erste Ring für dieses Zelt. Noch hält's. Sehr schön. Ostsee. Riecht aber ein bisschen nach allen. Ja, das riecht ein bisschen. Das Leben kann so schön sein. Oh, Bremsen funktionieren. Mhm.
aber. Ja. Wo ist der Müll? Wie weit willst du den Müll jetzt mitnehmen? Da oben ist der Müll. Achso. Lacka lacka. Lacka lacka. Lacka lacka. Da, wo du rechts die Bäume siehst, ja, ja, da geht der Weg zurück, ja? Ach so, okay. Das ist ein großer Dampfer, da ganz hinten. Der Uwe mich schon wieder langlotst hier, unglaublich. Kann man die kleine Hunde, die kleine Familie scheitern, ich sag du, ich soll den einfach reinfahren. Die berühmten Komodwege. Einfach genial. Vielleicht hängt da irgendwas zwischen oder so. Also müssen wir uns gleich mal angucken.
oben rüber. Backfisch. 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 Manchmal ist das Leben ganz schön leicht. Zwei Räder, ein Lenker und das reicht. Wenn ich mit meinem Fahrrad fahr, dann ist die Welt ganz einfach. Die Autos stehen im Stau, ich fahr vorbei. Alle Ampeln grün, die Bahn ist frei. Wenn ich mit meinem Fahrrad fahr,